des Gefäßchirurgie am USZ, also eine ganz interessante Sache. Jetzt wollte ich noch ein, zwei Punkte diskutieren. Kurz, Herr Gräni hat erwähnt, Mischinsuline sei für alte Patienten nicht geeignet. Ich sage es also etwas pointiert drauf. Ja, da habe ich eigentlich gewisse Proteste aus dem Publikum erwartet, aber da haben alle ja gelebt. Also brav. Bitte so lang minutiert und wie möglich. Ja, ich spreche so laut, dass ich mich davon kann. Also ich habe früher auch Patientinnen, die sind so alt, eigentlich immer mit Mixed-Up behandelt, das ging gut. Es gab dann zwar hier und da schon einige Hypos, also wenn sie morgens um 6:30 spritzen im Altersheim und erst um 8 Uhr zum Essen gingen, da gab es manchmal Zwischenfälle. Aber ich bin jetzt auch der Meinung, dass ich die nur noch auf Langzeit-Insuline einstellen, von Anfang an. Dann haben wir nämlich diese Zwischenfälle ein bisschen ausgeschaltet, so lange sie noch ein bisschen Insulin produzieren. Gut, also, ja, gut, dass man einmeint, dass das Problem übermorgen ist natürlich in der Altersheimstruktur ganz typisch interessant, oder? Man spricht Insulin 7, aber es wird dann schon, bis das Morgenessen kommt. Also der Fehler liegt nicht beim Insulin, sondern der Fehler, wenn man das so formulieren darf, liegt eben im Ablauf. Der falsch ist für diese Therapie, also da müsste man korrigieren. Und wie du sagst, wenn man das auch nicht korrigieren kann, das ist manchmal schwierig, dann ist es vielleicht sicherer bei gewissen Patienten, die kein Mischinsulin zu nehmen. Andere Meinung zum Mischinsulin im Alter? Richard? Wendest du das nicht an bei alten Patienten, Mischinsuline? Also das sind Insuline, die 30% oder 50% schnelles Insulin enthalten. Also ich habe für Patienten, die zurück aus dem Spital aus dem Insulin gesetzt haben. Ja. Wie es einfacher ist für die Patienten. Ja. Andere, wie bitte? Zum Beispiel Novomix, das sind jetzt einfach die teuren Analoginsuline. Als das Mixed-Heart, was er merkt, das sind die alten MPA-Insuline, nicht? Aber letztlich ist es das Gleiche. Es kostet einfach verschieden viel. Jetzt bitte. Eben, das ist häufig angewendet in der Hausarztmedizin, jawohl. Will sich noch ein, ja, Entschuldigung. Zwei Dinge, ich glaube, das erste ist, in den ganzen Studien hat sich keine Therapie einer anderen als grundsätzlich überlegen gezeigt. Und ein wichtiger Nachsatz für mich im Vortrag von Rolf Gräni war, es kann einfacher sein für die Patienten. Und ich glaube, man muss da wirklich individuell schauen, es kann gefährlicher sein, aber es kann auch einfacher sein. Ja. Wenn man nur einmal oder zweimal ein Insulin spritzen muss und nicht 4, 5 machen. Vielleicht kann man sich wieder, ich meine, es ist das. Ach, Entschuldigung, bitte. Ich habe es auch nicht mehr eingesetzt, jetzt habe ich aber wieder bei zwei Patienten angefangen, und zwar spritze ich das dreimal vor jeder Mahlzeit. Ja. Mit gutem Erfolg. Zum Glück. Hast du vor mir gesprochen, weil ich hätte dann bald was abgebracht. Patienten, die man zuerst zweimal mit Mischinsulin morgens, und also ich rede jetzt von alten Leuten, ne? Mit Mischinsulin morgen macht, dann reicht es nicht mehr. Ich bringe manchmal einen Fall, der hat einen morgens Misch, abends Misch, dazwischen Eugen und Kopen etwa mit. Und das ging wunderbar, 2, 3 Jahre lang, und dann waren es nur für Nyrakstoffversagen, war das dritte Mal Mischinsulin. Weil der Vorteil erhält, wenn Sie nur ein Insulin haben, ist, dass es keine Verwechslungen gibt. Und was ich noch sagen wollte, bei dem Übrigen ist es ja wieder die individuelle Sache. Wenn ein Patient mit zweimal langwirksam, ein alter Patient mit zweimal langwirksam gut eingestellt ist oder überhaupt, dann ist es gut. Aber wenn es nicht geht, muss man sich was einfallen lassen. Also wir sehen häufig, dass wir mit in der Hospitalisation eine brandiobasale Insulinversorgung machen, um zu sehen, wie viel braucht er wirklich. Und wenn wir wissen, der Patient ist sehr unzuverlässig mit der Nahrungsaufnahme, zum Beispiel es sind keine Angehörigen da, sondern die Spitex muss kommen, dann ziehen wir eigentlich 2 Mischinsuline vor, wenn wir wissen, er ist wenigstens
morgens und abends eine normale Mahlzeit. Also es kann gesichert werden, dass die Morgen- und die Abendmahlzeit eingenommen wird. Wir sind aber bald wieder im Jahre 1922, da hatte man nur das Actrabit, da musste man dreimal Actrabit spritzen. Die Frage ist, ob dreimal Novomix besser ist als dreimal Actrabit. Das kann man sich mit Fug und Recht fragen. Gut. Was richtig war, ist die Bemerkung von Kollege Axel, dass rein von den Studien her gibt es keine Argumente, starken Argumente für das eine oder andere. Letztlich muss man schauen, wie geht es der Frau Müller mit zwei oder drei Mal nichts? Oder wäre es besser, mit der Situation, die man nicht lösen kann, oder? Dass man sagt, das ist mir zu gefährlich, die Leute kriegen das Insulin, aber nichts zu essen, dann mache ich lieber lange. Das ist der Schlüssel. Aber Mischinsulin ist sicher noch für viele eine gute Sache. Was meinst du, Thomas? Oder ist das völlig altertümlich? Sagen das nur noch die drei Wagen? Nein, also wir setzen das auch bei den älteren Patienten ein, vor allem auch wenn jemand zugehen muss zum Spritzen, weil die Versorgung mit drei Spritzen, Basisbolus gar nicht möglich ist. Und bei vielen, die halt gar keine Insulinreserve mehr haben, dann doch mit einer rein basalen Versorgung erreicht es halt dann doch. Genau. Also, ich muss jetzt dann natürlich auch kurz sagen. Ja. Es ging um Patienten, die mit schlechter Funktion, also Funktionalität, also um wirklich alte, kranke Menschen und nicht um die guten Alten, die noch Basisbonus machen können und das dann vereinfacht werden kann in Mischinsulin, die noch essen genau richtig und die noch Kohlenhydrate abschätzen können. Es ging um die wirklich geriatrisch kranke Patienten. Und dort muss man einfach sagen, wird es unter Mischinsulin halt oft gefährlich, wenn die spritzen und nichts essen, weil sie es nicht mehr wissen oder weil sie es nicht machen. Das ist der Punkt, den ich machen will. Es ist ganz klar, dass man alle Insuline und überhaupt jede Therapie machen kann, wenn die Leute einen klugen Kopf haben oder wenn jemand in die Spieltext den ganzen Tag schaut oder die Ehefrau. Aber es wird dann schwer und dann muss man sich fragen, macht man dann die postprandiale Spitze ab zum Zwacken? Bringt dann das so viel, um in den Hyporisiko auszusetzen? Dort mache ich dann einfach, weil ich unbedingt muss Insulin geben, am liebsten würde ich auch kein Insulin geben, gebe ich dann einfach lieber nur eine Basis, um den einfach durchzubringen. Also es geht mir um die Patienten. Gut, das würde ich und du sicher auch 100% unterschreiben und bin jetzt froh, dass du wieder die Retourkutsche machst, oder? Doch, das zeigt aber auch, die Individualität der Therapie muss immer den Bedürfnissen des einzelnen Patienten angepasst sein und für die du jetzt geschildert hast, ist das sicher viel gescheiter, als sie haben etwas postprandial, etwas bessere Werte und dafür eine schwere hypoglykämisches Koma. Von dem sie jetzt nicht mehr erwarten. Also das ist natürlich... Okay, jetzt haben wir das genug gesagt. Noch, was hat der Spitex oder andere für Tricks bei den alten Leuten? Beispielsweise ruft mich an, eine Patientin von mir, eine 78-Jährige, sagt, Herr Doktor, letzte Nacht hatte ich ein schweres Hypo. Und dann sage ich, ja, was haben Sie denn gegessen gestern Abend? Und sage, Nüsslisalat, ich hatte keinen Hunger. Aber das Insulin, das Mischinsulin gespritzt. Und was macht man, was ist ein Trick, dass ältere Leute, die vergessen zu essen, dass sie das nicht vergessen, wie lösen sie das Problem? Basisnachschriftlich? Etwas? Also als Reserve, okay. Ja. Ja, wenn Sie ins Bett gehen, essen Sie das, oder was? Okay. Oder Sie sehen es, aber wer stellt es auf Nachttischen? Der Spieltex am Anfang. Das wollte ich eigentlich, solche Dinge wollte ich hören. Sie sagen, wir wissen, Frau, ich sage immer den gleichen Namen, Frau Kunz hat ein Problem diesbezüglich, wir stellen das auf Nachttischen, wenn sie ins Bett will, oder sie läuft dabei, merkt sie, ich sollte noch essen. Und das funktioniert oft. Also das ist eine wunderbare Sache. Ein anderer Trick? Nach dem Essen spritzen.
Okay, das kommt noch dazu. In solchen Fällen, wo das häufig ist, wäre es vernünftig, was ich ja sonst bekämpfe wie der Teufel den Pelzebub. Aber bei diesen Patienten haben wir ja gestern auch noch bei der Vorbereitung diskutiert. Da wäre es möglicherweise eben vernünftig zu sagen, spritzen Sie erst, wenn Sie gegessen haben. Manchmal denkt ja, man hat keinen Hunger. Und wie man das zum Teil bei den kleinen Kindern macht, weil man nie weiß, was sie essen, oder? Also nachher. Sine prationim insulini. Jetzt noch, ich kann nur Griechisch. Ich kann nur Griechisch. Okay, dann noch abschließend, nachher gehen wir zum Essen. Rechtzeitig, damit Sie eine genügend lange Mittagspause haben. Wir wollten doch noch ganz kurz besprechen. Herr Gräni hat das auch erwähnt, die cholesterinsenkende Ernährungstherapie. Das ist ein Lieblingsthema von mir. Wir haben mindestens 30 Ernährungsberaterinnen hier. Können Sie uns noch geschwind sagen, wie das geht und was das bringt? Frau Weber aus dem Oberengadin. Ich denke, wir haben da vor allem das Problem von der Industrie, die vor irgendwie 15, 20 Jahren extrem gegen alles, was cholesterinhaltig ist, geschrieben haben und da riesen. Die Industrie? Oder die Pharmaindustrie. Ja, die gemeinen Ärzte. Oder die Ärzte oder was auch immer. Auf alle Fälle wurde einfach gesagt, dass man keine Eier und was alles ja dazugehört. Und mit dem kämpfen wir als Ernährungsberaterinnen. Dann kommen die Leute zu uns, sagen, sie haben hohe Cholesterin, wir sagen gesunde, also normale Ernährung. Ja. Und sie glauben uns nicht. Ja, ja, der Arzt hat gesagt, ich darf keine Eier, der Arzt hat gesagt, ich darf das nicht, hat mir diesen Prospekt gegeben, mit Rot-Grün. Ja, wann hat sie den Prospekt? Vor 20 Jahren oder vor 2? Natürlich, das geht, es geht halt, oder? Die Ärzte geben das wahrscheinlich immer noch. Ach, solche Sachen kursieren, weil wir haben wirklich dieses Problem. Also mit dem werden wir immer noch. Das ist unglaublich spannend jetzt, was ich sage. Ja, das ist wahnsinnig spannend. Sie kennen, Sie sind, ich habe natürlich gemeint, Sie würden jetzt auch keine Eier, keine Milch. Jetzt haben Sie auch jeden Tag Herzen gegen diese sehr verbreiteten Meinungen in der Population, eben Eier und Butter. Und Milchfett, es war ja eine Zeit, wo man den alten Leuten das Milchfett sogar verboten hat. Und die einzig sichere Methode ist natürlich, man sagt, trinken Sie keine Milch. Dann halten die anderen noch Kalziummangel dazu. Aber okay, das ist ein sehr interessant. Also gibt es denn überhaupt eine Ernährung, die relevant das Cholesterin senkt? Also ich versuche den Patienten zu empfehlen, eine faserreiche Ernährung. Ja. Ich versuche nicht zu verbieten, sondern ich versuche die Fasern zu erhöhen und dann mit dem Fleisch vielleicht zwei bis dreimal die Woche plus den Fisch dazu. Und ob sie das dann machen, das weiß ich nicht, aber das empfehle ich. Mit dem Brot, mit Eier, das ist bei Ihnen auch vorbei. Das nützt ja auch überhaupt gar nichts, wenn man es verbietet, weil es gar nicht das Cholesterin ist. Also scheint, kann man das Cholesterin via Ernährung 10-20% senken, also nicht mehr. Ganz, ganz interessant ist, Lecithin senkt ja Cholesterin. Und jetzt könnt ihr mal raten, welches das lecithinreichste Nahrungsmittel ist, Bestandteil Eigelb. Was hingegen sehr effizient ist, ist die körperliche Bewegung. Regelmäßiges Training, nicht nur aus der Kraft ausdauern. Okay, also ich glaube, wir können jetzt, danke vielmals, Frau Alvantis. Ja, bitte, Thomas. Also wir haben es geschafft, im Klarspital die cholesterinarme Ernährung durch die mediterrane Kost zu ersetzen, das heißt die Qualität der Fette zu verändern. Und ich glaube, das ist das, was auch evidenzbasiert am meisten bringt. Sie wissen, ich habe ja jeden Mal behauptet, dass es nicht bewiesen sei, dass gesättigte Fette ungesund seien. Man hat mich deshalb übernannt und als Schweizer hingestellt diesbezüglich. Die neuesten Publikationen, die jetzt im American Journal of Nutrition kommen,
sind jetzt endlich auch so weit, dass ich nämlich keine gesicherte Sache, nicht das gesättigte Fette ungesund sind. Das will ich nur mal sagen. Sie dürfen es auch noch weiter glauben, aber die allerneuesten Analysen, die man eben schon vorher machen konnte, wenn man wollte. Nur so ein Nebensatz, bitte. Ja, noch in der Diskussion ist noch sehr viel über die Frage, kann man diese Eiweiß, die Proteinversorgung des mangelernährten Adipösen, wie kann man die praktisch sicherstellen? Und da haben sehr große Zweifel geherrscht. Wir haben uns an die Fotzelschnitte gehalten, aber mit der Fotzelschnitte allein, ich glaube, ist die Ernährung nicht sichergestellt. Und dann musst du schon noch sagen, die Fotzelschnitte, was das ist und warum die viel Eiweiß enthält. Ja, die Fotzelschnitte, das habe ich inzwischen wieder gelernt. Ich habe das mal verlernt gehabt. Das ist Brot in Ei und Milch gewendet. Und da ist ein Ei alles dabei. Ja. Vom Ei, meine ich. Ja, klar. Ja, ganz klar. Ein ganzes Ei darin gewendet und dann in Butter gebacken. Ei, das ist die Fotzelschnitte. Und wir haben gesagt, es ist sehr schwierig, diese empfohlenen Proteinmengen den Patienten zuzuführen. Ich wäre interessiert, was uns die Ernährungsberaterin da sagen können. Wie kriegen wir mehr Eiweiß in die Patienten rein? Ich versuche normalerweise auch zu schauen aus dem Protokoll, wie viel Eiweiß das ein Patient wirklich isst. Und je nachdem schaffe ich dann mit Eiweißpulver. Oder falls er jetzt, also bei Übergewicht mit Eiweißpulver, es gibt die geschmacksneutralen. Ja, oder auch in einem Quark rein oder irgendwo, die geschmacksneutralen. Ich hätte noch eine Ergänzung und zwar zu Cholesterin. Und zwar ist auch die Frage, warum bekommen die Patienten einen erhöhten Cholesterin? Und das liegt ja vielleicht auch an der vorherigen Lebenssituation. Und dann denke ich, es hängt auch wirklich mit dem Lebensstil zusammen. Und da könnte eine Veränderung stattfinden. Was sehr schwierig ist. Wir müssen doch sagen, das ist ja hochinteressant. Es gibt Menschen, die können 5 Gramm Cholesterin essen im Tag, ohne jede Beeinflussung des Cholesterinspiegels. Und der berühmteste Mann war die Eggman, 1988 New England Journal of Medicine. Er war 88-jährig, als man ihn untersucht hat, seine Koronarien waren wie bei einem Baby. Und der hat 25 Eier gegessen, nachgewiesen während 13 Jahren. Und dann hat man im Zusammenhang hat man gemerkt, warum das so ist und Genanalyse. Es gibt etwa jeder 6. Mensch kann so viel Cholesterin essen, wie er will, seine Cholesterinwerte bleiben völlig normal. Das ist übrigens auch interessant für die generellen Vorschriften, zum Beispiel des Bundesamtes für Gesundheit. Es ist ja eine hohe Trendpolitik. Nahrungsvorschriften muss sich immer bewusst sein, die stimmen man schon a priori für einen Teil der Bevölkerung überhaupt nicht. Es gibt ja sogar Menschen, die mit weniger Cholesterin und Fett ansteigen. Das ist ja die Zukunft, die genetische Typisierung, wo man dann mehr weiß, wer eigentlich was. Oder? Und da gibt es natürlich schon noch Lifestyle, also die Raucher, die Sofa-Raucher, haben ja meistens sehr tiefe ADL-Werte. Gut, ganz kurz noch, was Wolfgang ja erwähnt hat, Komorbidität Schilddrüse, Cholesterin- und Schilddrüsenfunktion. Aha, ja. Nicht vergessen. Hohes Cholesterin kann auch heißen, dass eine Hypothyreose vorliegt. Wird häufig vergessen. Okay. Also, das waren noch ganz andere Ecken, jetzt die Mischinsulin-Geschichte und eben die Cholesterin. Aber ich sehe heute auch eben dieses Statement, dass hier kämpft gegen Vorurteile, die die Industrie verbreitet hat. Ich die Ärzte, da habe ich einen Fehler gemacht. Okay, dann Mahlzeit.